passiert denn jetzt hier, wenn ich hier drücke? Ach, das sind Herausforderungen, okay. Das war's. Alter, da habe ich viel Munition eingesammelt. Ja, toll, noch nachladen, super. Nice! Bis jetzt. Ah. What the fuck? Oh, wie sind denn das? Waffe überhitzt. Scheiße. Die Waffe überhitzt. Ja, Herausforderung nicht geschafft, würde ich mal sagen. Okay, nice. Kann man schön üben. Nee, ich bin fertig. Was kann man hier noch machen? Kaufen? Okay, 71 haben wir noch. Sind immer nützlich. Ein Heilmittel für alles. Okay. Noch mehr kann ich. So, dann haben wir das aber auch. Der Rest ist reserviert. Einverstanden. Die Stalker sagen, dass man sich nicht den Kreml anschauen darf, wenn man da oben und draußen ist. Die Sterne auf den Türmen haben eine hypnotische Wirkung. Ein Blick. Hallo. Na, guck mal, wo wir hin müssen. Da müssen wir hin. Deshalb gehen die Stalker nie alleine zur großen Bibliothek. Wenn einer von ihnen. Ich erinnere mich aber, dass ich an einer Stelle vom letzten Let's Play nicht weitergekommen bin. Da erinnere ich mich irgendwie dran. Also ich habe hier mit einem Typen etwas ausgemacht. Er ist ein gieriges Arschloch, aber daran können wir nichts ändern. Gut, also ich denke, du kennst den Weg bereits. Hm? So steht der Kreml heute also immer noch hinter seiner Mauer, als ob die Apokalypse nie gekommen wäre. Ah, jetzt kann ich. Als wenn du es nicht wüsstest. Halt die Klappe und verschwinde. Ich habe bereits gezahlt, Micha. Mich hast du nicht bezahlt. Aber wenn du nicht durch willst. Scheiße. Ist mir ein Vergnügen, Geschäfte mit dir zu machen. Schon gut, war nur ein Scherz. Alle bereit machen. Das Tor öffnet sich. Sind Sie sicher, Kommandant? Stellung einnehmen. Gebt mir Deckung. Verdammt. Warum habt ihr eigentlich Skimasken auf?
zieh du ruhig aus. Die Luft ist rein. Los! Das sieht aus, als ob wir nach oben gehen. Als wir zu den Ruinen Moskaus kamen, empfand ich Angst und Trauer. Aber nach einem Leben im Untergrund sah ich auch endlich die seltsame Schönheit des Himmels und der Landschaft. Das ist die tote Stadt. Und jetzt ganz vorsichtig. Und hier treffen wir schon auf einen glücklichen Bürger. Stalker, diese irren Teufel kommen fast jeden Tag an die Oberfläche. Suchen nach Schrott, Mumm, alles, was sie ausgraben können. Manchmal findet man die Toten steif gefroren, wie Schneemänner in Lumpen. Durchsuche den Raum sorgfältig, vielleicht findest du ein Lager. Oft bauen die sich an der Oberfläche Verstecke, nur für den Fall. Schau dich einfach genau um, dann werden wir keine Probleme mit Ersatzfiltern und Munition haben. Was haben wir denn hier? Ah, ein Filter. Den können wir bestimmt noch gebrauchen. Ein bisschen Mond, klasse. Danke, mein Freund. Ich will die Arcade haben. Gehen wir. So, wo ist das Lager von denen? Ich glaube, da war das Lager von denen. Komm her, Bitch, ich kill dich mit... meiner super-duper Shotgun. Ist extra nur für dich. Oh. Wieso konnte ich die jetzt nicht entschärfen? Wieder geil. Finde ich wieder richtig geil. Schon zwei Medikits verbraucht für nix. Für gar nichts. Also bis jetzt noch nichts. Das ist doch nicht deren Lager hier gewesen. Das war doch hier irgendwo anders, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich hatte das beim anderen Let's Play gefunden. Na egal. Ich kann jetzt nicht die ganze Zeit hier rum und jumpen. Die ganze Zeit hier rumlaufen. Bist du denn da? Bist du? Gucken wir mal noch hier rein. Wir müssen den Luftschacht erreichen, damit wir zur trockenen Station kommen. Ah, ich glaube, der noch nicht so ganz. Du bekommst meine AK, wie versprochen.
Versteck dich, Junge. Bleib versteckt. Wenn wir der Bestie im Freien begegnen, dann krieche in die nächste Spalte. Manche nennen sie Dämonen. Ich nenne sie Mistkerle. Das ist die tote Stadt. Genau, hier kam ich beim letzten Mal. Es wäre nett, hier kam ich beim letzten. Super. Beim letzten Mal nicht mehr weiter. Also das nenne ich nun wirklich Pech. Ah, super. Du musst außen rumgehen, Artyom. Nicht in die Pfützen treten, sonst wirst du verstrahlt. Siehst du dieses Gebäude? Dein Ziel ist die Schacht im Hinterhof. Der ist das offene Station. Ich warte im Gebäude auf dich. In der oberen Etage ist ein Ranger versteckt. Oh, bist so ein Witzkerl. Ernsthaft? Nein. Wo ist es? Zwei Medikits. Wo kommst du denn her? Das wird man nicht überleben, Leute. Hier habe ich ja das letzte Mal die Probleme gehabt, dass ich hier nicht mehr weiterkam. Ich erinnere mich. What the fuck? Schon ein kleiner Psycho, der Junge. Ja, Leben wäre toll. Leben wäre richtig toll. Hallo. Ist das ein Sniper oder was? Oh. Ach, das ist so ein Luftdruckgewehr, okay. Frage ist, wie komme ich jetzt hier raus? Das war knapp. Schade, dass man die Viecher nicht looten kann.
Nee, ich will jetzt nicht die Waffe. Ach, hier waren wir doch schon. Nee. Wir müssen in die Richtung tatsächlich. Mama! Geh weg. Ja. Ach, geh weg. Kann ich nicht rein? Ich kann jetzt tatsächlich nicht rein. Okay, ich bin tot. Ach, Mann, wieder. Vollkommen dumm. Ach, der hat mich rübergeflogen. Ist aber nett. Danke. Das Problem ist, dass ich hier nicht hin muss. Ich muss da rüber. War vielleicht doch nicht so nett. Ja. Okay, komm. Hier war ich doch schon. Sein, dass ich mich dezent mal wieder im Kreis drehe. Das hatten wir ja schon mal alles. Also, da ging's durch. Ich glaube, ich muss ja in die Höhe. Genau, da müssen wir natürlich lang. Und da sind auch noch zwei von denen. Ich glaub's nicht. Jungs, das wäre ganz schön, wenn ihr mal verschwinden könntet. Die kann man töten. Hinter mir. Ach, das wären diese Flugdinger. Ich dachte, das wären diese Flugdinger gewesen, aber nein. Das Die Waffe ist leer.